Da gibt es ja die dollsten Geschichten. Der Mann, der jetzt kommt, der war Herrenausstatter, aber so richtig Herrenausstatter, bei einem gehobenen Herrenbekleidungsgeschäft gearbeitet, in Lübeck, glaube ich. Und das hat er 13 Jahre lang gemacht und dann hat er so viel Stoff gesammelt für lustige Geschichten, dass er sich gedacht hat, jetzt gehe ich auf die Bühne und erzähle mal den Menschen, was da draußen so los ist. Und heute ist er bei uns, Benny Stark. Genau. Danke schön. Benny Stark, erzähl uns. Im Herrenbekleidungssektor, was geht ab? Benni hat schon drei Kohlschnaps drin. Benni hat hier die Reste von den anderen zusammengeschüttet. Ja, ja. Ne? Das macht bei uns sonst nur die Redaktion. Ja, also. Hey, 13 Jahre Herrenausstatter, auf jeden Fall, was ich gelernt habe, ist Nummer eins, die Frau betritt immer zuerst die Abteilung und sie übernimmt das Sprechen. Nach Jahr zwei wusstest du, mehr brauchst du nicht. Das ist es. Damit kannst du arbeiten. Leben lang. Also, das ist so. Der Mann geht rein und die Frau reicht an? Das schafft er nicht, das schafft er nicht. Die Frau betritt immer zuerst die Abteilung. Der Mann ist im Hintergrund. Der hat meistens eine Leine um, wenn es gut läuft. Ne? Ja. Der kriegt morgens so eine Info. Nee, pass auf, Schatz, wir gehen jetzt los. Und wenn du dann versuchst, über die Schulter der Frau hinaus zu gucken, ja, das Gespräch irgendwie auch noch aufzubauen, dann nickt er nur. Ja, ja, okay, ja, ja, morgen, hallo, ja. Ja, ja. Das ist wie der Gang zur Hinrichtung eigentlich. Ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Er hat keine Chance. Die Frauen, die sortieren ja auch vor oder suchen die aus für ihren Mann, reichen die an, reden... Ja. Männer werden ja meistens beschäftigt mit einem Teil, mit dem sie gar nichts anfangen können, damit Frau vorsortieren kann. Also auf dem Weg zur Kabine sagt er dann noch, Schatz, vielleicht passt das nicht. Und sie direkt, zieh den an! Weil sie geht dann durch die Abteilung und die hat nachher, ist wirklich in der Anzugabteilung passiert, die hat nachher 10, 50, 250, die hat 400 Anzüge über dem Arm. Jetzt kommt ein anderes Pärchen in meine Abteilung und sagt, guten Morgen, wir suchen die Anzugabteilung. Ich sage, ja, die war mal hier, ich setze mal in den Kabin. Es ist nicht einfach. Die haben nichts zu sagen. Das ist wirklich phänomenal. Ja. Wenn die Hose nicht passt, was gibt es dann für Optionen? Weil ich könnte mir vorstellen, Änderungen oder wenn dann so eine behende Frau kommt, die dann sich niederkniet und da unten so umsteckt, das ist wahrscheinlich. Ja, also erstmal ist es ja so, Männer lassen ja nicht ändern. Männer nehmen ab. Die kommen aus der Kabine, schaffe ich. Nicht? Das ist, in einer Woche ist der Termin, aber Beate, das schaffe ich. Das ist gar kein. Aber das schaffen die halt nicht. Und dann kommt halt die Schneide. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich so passiert. Seitdem meinem Kollegen beim Abstecken einer Herrenhose ins Gesicht gefurzt wurde, habe ich halt die Schneiderin geholt. Nicht? Das ist nicht witzig, wenn du da unten kniest und du bist ja gerade zu Gang und der Kunde direkt... Ja, ja. Ihr lacht, der Kunde ist König, wenn der will, darf er noch mal. Das ist das Problem. Ja, das, ja. Dietmarscher Kohltage, sag ich nur. Dann hast du Spaß. Es ist nicht einfach. Was ist denn leichter zu bedienen? Sind es die jungen Paare oder sind es die Rentner-Ehepaare? Ja, mit Rentner. Man schimpft ja immer bei Rentnern und sagt, im Alter wird man griesgrämig. Das stimmt nicht. Also ich muss da ganz klar meine liebe Oma grüßen, die ist 83. Letztes Jahr Weihnachten sitzen wir alle zusammen und ich sage wirklich nur aus Spaß zu meiner Oma, heute saufen wir mal, bis einer nackt ist. Und dann guckt sie mich an, das schaffst du nicht. Also das ist... Im Alter hast du Spaß, nicht? Und das ist so, ich hatte mal ein Pärchen, nicht? Die hatten sich vorher so ein bisschen im Clinch. Jetzt kam die in die Abteilung, nicht? Jetzt hatte er die Größe 38-30. So, das ist so ein bisschen komprimiert, klein und dick. 38-30, sehr dick. Ja, das ist so ein bisschen, Huberto, sag doch mal was. Es ist, nein, wirklich, es ist ja wirklich, es ist ein bisschen komprimiert. Und das Schöne ist, es ist, dann sage ich zu dem, ich sag, wissen Sie, jetzt haben Sie eine Größe in der Hand. Und ich sagte, oh, guck da auf das Größenschild, guck mal, Schatz, meine Weite war mal deine Länge. Und das ist... Also im Alter wird man entspannter, definitiv. Das macht schon Spaß. Ist das denn so, wenn die da reinkommen? Es gibt ja auch, heute ist das ja eine große, bunte Markenwelt mit vielen internationalen Marken aus allen möglichen Ländern. Können die dann genau sagen, was sie haben wollen? Haben die? Eben nicht. Es ist ein sehr interessantes Feld. Es wird zum Experiment. Also erstmal fängt es ja an, Thema Hose, die Leute stehen vor dir. Guten Morgen, junger Mann, ich suche eine Jeans. Eine das Jeans. Fängt schon mal so an. Eine Jeanshose. Die Steigerung ist, ich suche Jens. So. Und wenn es dann zu den Marken geht, das ist kein Witz. Also ich habe wirklich Kunden vor mir gehabt, die haben gefragt, junger Mann, ich suche Tommy Hilfiger. Die schmücken das dann auch so aus. Ja. Und also am liebsten war mir eine Kunde, die stand wirklich vor mir, junger Mann, ich suche Tommy Hilfiger. Ich sage, das habe ich auch, es ist alles da. Nicht? Das ist, es kommen die dollsten Dinge. Oder ich sag mal so, das ist ja so cool amerikanisch. Jetzt, wenn du so eine Marke wie Joker hast, da steckt ja schon ein bisschen was drin, Image Joker. Dann stehen die Leute vor dir, guten Morgen, ich suche Joe Cockerhosen. Es ist... Oder ein Pierre Cardin, ein Franzose. Oh. Ja, da haben die sich ja was bei gedacht. Geht am Ende nach oben. Es ist weich, ne? Klingt schon Cardin. Da stehen die Leute vor dir. Ich suche Pierre Cardin. Es ist wie ein Tischtennisspiel in Slow Motion. Nicht? Pierre Cardin, Pierre Cardin, Pierre Cardin, Pierre Cardin. Aber was ich wirklich, und diesen Typen feiere ich heute noch. Der stand mit einem T-Shirt vor mir, wo drauf stand, Campen mit David.
Und da habe ich mal gefragt, ich sag, darf ich fragen, wo Sie das her haben? Dann kommt er so von oben herab und sagt, ja, junger Mann, Sonderangebot, Türkei. Ja, Kempen, ich sage, jo, die Verkäufer kenne ich. Ich stand ja wirklich mal in der Türkei vor so einem Verkäufer. Ich sag, meinen Sie nicht, junger Mann, dass das besser ist, wenn der Reiter auf dem Pferd sitzt, nicht andersrum? Es ist so die Aussprache. Ne? Aber Moment, ja. Klassiker ist immer wieder, und das wird heute noch sehr häufig benutzt, das war eine Kundin, die 10 Minuten rennt die durch die Abteilung. Junger Mann, entschuldigen Sie, ich suche schon so lange diese Marke Saale. Ja, ich hab's gesehen. Schatz. Nicht drüber nachdenken, der kommt nicht mehr. Aber das ist aber geil, wenn du dann sagst, tut mir leid, alles weg, war reduziert. Dann hast du Spaß. Das ist nicht einfach. Wie ist das mit den Dänen? Ich glaube, die Dänen sind hier häufig vorbeigekommen in Lübeck, oder? In Lübeck, ich war ja so nah dran und das war so schön, wenn die zu Besuch waren. Weil die haben einfach so eine Frequenz in der Ansprache, das ist wie eine Duftkerze, geht runter wie Öl. Nicht? Die stehen vor dir und das ist so, ja, feiner Hefele, hey. Und da geht mir das Herz auf, nicht? Und wenn die dann aber umschalten auf Deutsch-Dänisch, ich hatte einen Kunden mit dem Anzug an der Kabine, ich sag, wow, sieht gut aus. Oh, danke schön, du auch. Ich liebe sie. Ich frag, Mensch, ist es besser für Sie, wenn wir Deutsch oder Englisch sprechen? Oh, irgendwo. Es ist einfach süß. Ja, die Dänen. Kommen die Haare hoch, ja, finde ich auch. Das ist schön. Schön bei Dänisch ist, dass bei denen ja heißt. Ja. Und ich war mal auf einer dänischen Hochzeit. Und da wird dann der Bräutigam gefragt, möchten Sie diese Frau heiraten? Ja. 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 Apropos heiraten. Ich glaube, es waren auch manchmal Männer da, die einen Tag nach dem Junggesellenabschied irgendwie zu euch reingekommen. Jungs alleine beim Shoppen ist ja der Oberknaller. Das geht eigentlich doch gar nicht, oder? Ja, es geht doch, wenn die vor einen trinken. Ne? Also die sind dann so 48 Stunden später nach dem Junggesellenabschied, stehen sie vor dir. Haben ein T-Shirt an, wo drauf steht, gestern Abend war geiler, als die Zukunft jemals sein wird. Und wenn du dann sagst, Jungs, ihr habt eine Fahne, guckt der Erste dich an, das war der Plan, Chef. Ja. Also, das Sensationelle ist ja, die wollten echt einen Anzug haben. Ich sag, Freunde, ganz kurz, den Anzug, den ihr haben wollt, müsst ihr bestellen. Bis wann wird er gebraucht? Dann gucken die echt so planlos auf die Uhr. Ja, naja, so bis 12. Ich denke, es war 11.25 Uhr. Also, die machen sich keinen Kopf. Das sind Männer alleine. Das ist schwierig, ja. Kommen Frauen manchmal auch und kaufen für ihre Männer ein? Auf jeden Fall. Ich werde nie vergessen. Ja, das war allein süß, ne? Und probier noch mal an. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Pass auf, ich hatte eine Kundin, das war wirklich süß. Ne? Die war in der Jackenabteilung, Herrenjackenabteilung. Ich sag, Mensch, kann ich behilflich sein? Nö, ich bin die Vorpatrouille für meinen Mann. Ich ziehe ein bisschen über. Wir beide haben den gleichen Körper. Ja, so habe ich auch geguckt. Ne? Ja. Das ist, wenn der Kopf zum Magen sagt, jetzt! Aber du kannst ja nicht irgendwo einen Verkauf. Das ist nicht gut. Ja? Das ist. Und die war ein bisschen enttäuscht. Dann sagt sie zu mir, junger Mann, Sie hatten ja letztens so Jacken im Angebot. Ich sage, wann denn? Na ja, vor einem Jahr. Ich sage, gute Frau, wir sind kein Museum, ab und zu verkaufen wir auch. Nicht? Das ist nicht einfach. Das ist sehr süß, ja. Gehst du mit Carsten einkaufen? Anzüge? Entschuldigung. So. Das ist eine schöne Vorstellung. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nee. Erkennt ihr euch wieder, so, was das Verhalten angeht von Begleitenden? Es bestätigt uns nur in unserer Grundeinstellung, dass Männer und Frauen einfach unfassbar unterschiedlich ticken und dass das auf Dauer nicht so oft gut geht. Ja, da sagst du was. Aber es gibt ja schöne Ausnahmen. Man muss ja immer ans Gute glauben. Also und wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Dass ihr das nur nicht hinkriegt, da können wir ja nun auch nicht. Das ist ja noch nicht anderthalb Jahre. Wir hätten ja auch einen Krabbeltisch. Und wenn ihr es nicht hinkriegt, der Axel kann sich auch nicht um alles kümmern. Nee, mir geht es. Ich habe eine wunderbare Frau, die ich sehr liebe. Also, mir kommt da nichts in die Tüte. Ja, gib mir aber genau. Um noch mal auf die Dänische zurückzukommen. Ihr habt auch auf den Dänemark Ferien gemacht, glaube ich, oder? Ja, ich habe ursprünglich in Kiel gewohnt. Ja, das ist halt ein Elfmeter. So, ne? Und ja. Meine Eltern haben immer gesagt, Junge, es geht in Urlaub. Und du dachtest, ja, mega, Spanien. Ja, nein, Dänemark. Und ja, dann fährst du dahin, es regnet seit 3 Wochen und du weißt, es wird sich auch nicht ändern. Ne? Ja. Und ich war 18 Mal in Dänemark, davon 2 Mal gewollt. Und das Schöne ist, hey, das ist wirklich, wenn deine Eltern Sonnencreme gekauft haben, wusstest du, ach, ist für einen anderen Urlaub. Aber diese Spannende ist, du kommst in die Häuservermietung, die stehen aufgereiht vor dir. Oh, das ist schön, dass du da bist.
Ich denke immer so, als kleiner Steppke, wen meinst du, wir sind zu viert? Oh nein, das ist sehr schön, gleich scheint ja wieder die Sonne, versprochen. Und die verarschen dich halt, wo du dabei stehst. Ja? Und jetzt, ist das ist ja ein Phänomen bei uns Deutschen. Jetzt lass mal was mit deinem Ferienhaus sein. Jetzt fährst du 8 Kilometer zum Haus, der Strom geht nicht. Und wir Deutschen, wir können das. Wir kommen zurück, gehen da rein, total sauer. Der Strom geht nicht. Und die gucken dich in einer Seelenruhe an. Oh, das ist nicht so gut. Das ist und du kannst ihn... Du nicht kannst böse ihn, sein. Nein, du willst ihn in den Arm nehmen. Du sagst, komm, 3 Wochen Dänemark-Urlaub ohne Strom ist scheißegal. Komm her, ich liebe dich. Ja. Ja, das ist echt... Es ist wirklich süß, ne? Das, du das denkst ist auch nicht mal, so gut. Also wir wünschen dir viel Erfolg und geh doch in Dänemark auf Tour. Ja, mega. Meine mega. Das waren die Dänen, die ich kenne. Alle Dänen, die ich kenne, sagen mega. Was? Das ist ein total dänisches Wort. Also ich teile deine Liebe für Dänemark und freue mich, dass du bei uns bist. Benny, stopp!